Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu KTV Uncut. Wir reagieren heute auf schlechte Neuigkeiten vom Steuerberater. Thunderbolt Highlights. Mal gucken, ist er pleite? Ist er nicht pleite? Wird er jetzt nur noch Yum-Yum-Nudeln essen? Wir wissen es nicht. Ich wollte ja eigentlich auf Twitch live kommen, aber am Montag war das Wetter in Hamburg sowas von scheiße. Da wäre ich 100% krank geworden, wenn ich da bei 16 Grad und Regen noch mit dem IRL-Team rumgelaufen wäre. Boah, ja, 16 Grad, also kommen wir da noch hin. Das war alles schon wieder ein bisschen blöd, aber ja. Das Problem ist, ich verspiele mir damit ja immer mehr Zeit. Normalerweise ist es ja geil, alle zwei Tage live gehen. Aber wenn ich eine Woche nicht live komme, dann ist es irgendwann so weit, dass ich jeden Tag live sein muss. So, ich muss das schaffen. Ich kann keine 1000 Euro an Munter abgeben. Ich brauche die. Meine scheiß Waschmaschine geht kaputt. Mein scheiß mein guter Steuerberater. Knapp, Digga. Ich habe gestern mit meinem Steuerberater telefoniert. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Hört mir alle. Ja, was meint er denn mit 1000 Euro an Munter? Ganz genau zu. Ich habe gestern mit dem Steuerberater telefoniert. Das Telefonat hing schon ewig lang hinterher. Erstmal, Grüße geht raus. Ey, mein Steuerberater, der muss mich wirklich mögen. Ich habe seit einem Jahr Schulden bei ihm. Ich bin darauf nie eingegangen und der hat das übertrieben lange zugelassen. Geil. Ich schulde ihm 6.000 Euro. Naja, egal. Ich habe gestern mit meinem Steuerberater telefoniert und wir haben das Jahr 2022 endlich bearbeitet. Ich glaube, wir sind auch schon zu spät. Weiß ich nicht genau. Endlich bearbeitet. Ich habe gestern mit meinem Steuerberater telefoniert. Warte, welches Jahr? Wir haben das Jahr 2022 endlich bearbeitet. Ich glaube, wir sind auch schon zu spät. Bruder, ich habe 2021 nicht mehr abgegeben. Ich habe erst vor zwei Monaten 2020 abgegeben und musste auf jeden Fall gut Strafzinsen zahlen. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Also es geht, na klar, jetzt für einen erfolgreichen Businessmann nicht viel, aber... Jedenfalls sind wir 2022 durchgegangen. Er war da bei seinem Steuerprogramm drin, hat irgendwelche Zahlen eingetippt, hat mir gezeigt, was für Betriebsausgaben hatte ich, wie viele Einnahmen hatte ich. 2022 habe ich leider sehr, 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 sehr gut verdient. Also ich habe bestimmt mit allem zusammen 10.000 verdient. In dem Jahr. Nein, es war sehr, sehr, sehr viel mehr. Ich habe relativ gut verdient. Es war nicht mein allerbestes Jahr. Man muss Jahr, früher abgeben, ja. War ja. Ein sehr gutes Jahr. Ich glaube, das war noch diese Corona-Zeit, so deswegen war da noch so viel mehr am Start. Ja, dann ist er mit mir alles durchgegangen, haben alles gesehen. Ich habe Gott sei Dank sehr gute Ausgaben gehabt. Er hat mir gesagt, ey, nimm's mir nicht übel, aber du hast sehr hohe Ausgaben. Es könnte sein, weil ich sehr große Reiseausgaben hatte. Ich bin ja sehr viel unterwegs. Das macht ja auch keinen Sinn. Doch. Nee. Nee, das war gar nicht mehr die Corona-Zeit, oder? Ach, ist ja auch scheißegal. Jedenfalls hatte ich, in irgendeinem Punkt hatte ich sehr hohe Ausgaben gehabt und der hat eher gesagt, das sind sehr viele Ausgaben. Es könnte sein, dass das Finanzamt da irgendwann mal kommt und eine Prüfung machen möchte. Und wissen will, wo kommt das eigentlich her. So, hat er mich schon darauf vorbereitet, kann passieren. Keine Ahnung, ist gar nicht mal so lustig, so eine Steuerprüfung. Ist übertrieben anstrengend. Ja. Boah, dann, ich weiß nicht, ich hatte eine Prüfung. Ich weiß gar nicht, wann war das, schon länger her, 2019 oder so. Da war einfach ich mit meinem Steuerberater, einer vom Finanzamt, wir sind durchgegangen, der hat drei Fragen gestellt und dann war es das. Und ab dem Zeitpunkt musste ich meine Tippi-Stream-Spenden versteuern. Ich dachte erst, ja, Digga, Trinkgeld. Aber nee, gibt kein Trinkgeld. Dann ging es weiter. Dann ist er mit mir alles durchgegangen, hat mir gesagt, welche Summe ich am Ende bezahlen muss. Ja, 2022. Jetzt ist noch mehr Geld dazugekommen, was ich zahlen muss. Es ist Gott sei Dank wirklich nur die Hälfte von dem, mit dem ich gerechnet habe. Da bin ich sehr, 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 sehr froh. Die Hälfte von dem, mit dem ich gerechnet habe, ist trotzdem noch sehr, sehr viel Geld, so dass jetzt auch dazu kommt. Er hat gesagt, so in ungefähr drei Monaten muss ich es zahlen. Keine Ahnung, ob ich es kann. Es war aber logisch. Also das ist jetzt hier kein Rumheule, das ist ja klar. So, Steuern kommen irgendwann, so das weiß ich. Also das ist, hört das jemals auf. Das Problem ist, jetzt bin ich halt in so einem Teufelskreis. So, das ist halt dämlich in Deutschland, sowas zu machen, so Geld auszugeben. Weißt du, was ich meine? So viel Geld auszugeben, das geht halt immer weiter. So, dann kommt die Vorauszahlung, dann kommt die Nachzahlung. Dann kommt Finanzamt, dann kommt Gewerbesteuer, dann kommt Vorauszahlung, Gewerbesteuer. Das ist alles, ja, wenn du da einmal drin bist, dann, ja, klappt schon. Jedenfalls ist das jetzt dazu gekommen, hat er gesagt, ja. Ja, das ist halt leider der Teufelskreis, ne? Bei mir habe ich halt wirklich Glück im Unglück, sage ich mal. Weil für das eine Jahr muss ich zwar viel zurückzahlen, das muss ich natürlich verdienen und auch wieder versteuern, ne? Das heißt, das ist halt das Problem. Ich muss halt jetzt voll viel Geld von einem Jahr, was schon weg ist, jetzt einnehmen, um damit die Steuern zu zahlen, muss aber das Geld, was ich jetzt einnehme, ja auch wieder versteuern. Das Gute bei mir ist halt, dass ich 2022 und 2023 nicht so viel verdient habe. Da habe ich wirklich Glück. Das heißt, wenn das Jahr weg ist, dann kann ich einfach den Rest rausgeben und gut ist. Irgendwie zwei, drei Monate, dann musst du es zahlen. Wir reden dann, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert oder ob man wieder Ratenzahlung eingehen muss.
Arbeitslos sein wäre so viel besser. Dann muss ich ja 6-mal im Monat Steuern zahlen. Also, weißt du, also voraus, das, über. Also, nee, nicht im Monat, quartalsweise und das, alles egal. Jedenfalls habe ich ihn dann auch. Wie wär's mit Rücklagen? Ja, also ich habe zumindest mein ganzes Geld ins Haus gesteckt. Ja, zur Not nehmen die mir das Haus weg und dann ist alles gut, aber. Auto nochmal befragt. Mein Auto ist seit Jahren abgeschrieben. Also, abgeschrieben heißt, das Auto ist. So, größere Anschaffungen, größere Objekte müssen über Jahre abgesetzt werden. Irgendwie so Kamera, meine Kamera hat 6.500 Euro gekostet mit Stativ und allem. Nee, mit der Linse. Also die Kamera hat um die 6.000 Euro gekostet, ist ja auch egal. Und die kann ich nicht auf einmal absetzen. So, die kommt dann irgendwie in irgendeinen Punkt, die dann über Jahre abgesetzt wird. Ja, ich glaube 5 Jahre, ne? 3 oder 5, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Das sind abgeschrieben werden über Jahre. Genau. Und das ist mit dem Auto auch so. Und das ist auch mit dem Auto so. Also es ist nicht so, du holst dir ein Auto und dann ist es abgeschrieben, sondern das muss über Jahre abgeschrieben werden, weil es halt ein größerer Betrag war und ich es damals gekauft habe und in die Firma mit reingenommen habe. Das ist jetzt aber seit 2 Jahren vorbei und ich verursache keine Ausgaben mehr mit diesem Auto. Also gar nicht mehr. Dann kommt dazu, dass dieses Auto, was heute noch einen Wert von maximal 12.000 Euro hat, ich darauf 1% zahle und das Auto hat mal 65.000, 70.000 Euro gekostet. So, das ist der nächste Punkt. Und deswegen hat mir der Steuerberater auch jetzt in meiner Situation dringlichst empfohlen, das Auto zu wechseln, weil mein Auto absolut dämlich ist. Also aus Unternehmersicht ist dieses Auto absolut dämlich zu halten, weil ich nur Kosten habe, aber nichts mehr absetzen kann, weil das Auto ist abbezahlt, ich kann es nicht mehr abschreiben, es passiert nichts mit dem Auto, da ist nichts. Und ich kann das Auto zwar. Das Video motiviert mich. Ich muss gleich mal meine Steuern für dieses Jahr auf jeden Fall machen. Dann kriege ich meine Umsatzsteuer wieder ein Safe dieses Jahr durch die ganzen Arbeitssachen 50.000 Euro oder so. 200.000 Kilometer runter. Ich kann da jetzt nicht nochmal 10.000 Euro investieren. Das macht keinen Sinn mehr. Das Auto. Ich liebe dieses Auto über alles. Da hat mein Opa noch drin gesessen. Es gibt kein Auto auf der Welt noch, wo mein Opa noch drin. Also mein Opa ist gestorben 2018. So, deswegen ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag dran denke, oh, mein Opa hat drin gesessen oder so. Aber das hat natürlich irgendwie ein bisschen emotionalen Wert. Das Auto ist seit 2014 in der Familie drin. So, ich bin mit dem Auto 110.000 Kilometer gefahren. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Aber ich merke nun langsam, dass das Auto macht Geräusche. Denn das Getriebe ruckelt extrem doll. Also, wenn es warm ist, nicht mehr. Aber wenn ich anfahre, das erste Mal anfahre, vom ersten in den zweiten Gang, Automatikgetriebe. So, dann höre ich natürlich hier genau Sondervermögen. Verstehe nicht, warum man das im Betriebsvermögen hat, ja. Deswegen lease ich einfach immer, ne? Ich habe jetzt ja auch ein sehr teures Auto, aber ich habe zumindest diese Abschreibung mit 0,5%, weil es ein Hybridauto ist. Und mein nächstes Auto im Dezember wird auch ein Hybridauto. Auch wieder 0,5%. Ja, ich glaube sogar Tesla ist, oder nur E-Autos sind noch weniger, oder? Meinte zumindest einer auf Twitter. Und Twitter hat eigentlich immer recht. Ich habe mich da nicht informiert, weil ich wollte auch kein komplettes E-Auto haben. Aber, sorry, Mr. Umweltfreundlich. Nee, Digga, Mr. Steuern sparen. Digga, mir ist das doch vollkommen egal, Alter, ne? 0,25 reines E-Auto. Ja, das lohnt sich halt schon dicke, ne? Muss man halt sagen. Allerdings hast du natürlich auch keinen Sprit, den du absetzen kannst, ne? Aber wird sich schon lohnen, gehe ich mal von aus, ne? Aber, ja, du kannst da halt wirklich sehr, sehr viel falsch machen, ne? Deswegen so ein guter Steuerberater ist halt wirklich sehr, sehr, sehr viel wert, muss man einfach sagen, so, ne? Ja. Nee, Sondervermögen, irgendwie, ach, keine Ahnung, was das war. Jedenfalls, dann höre ich von da irgendwelche Geräusche. Für mein Auto jetzt zahle ich tatsächlich auch keine Steuern. Ohne irgendwas, dann hört glaub sich dann... Glaube ich, oder? Ich glaube nicht. Oder ich habe ein Jahr keine Steuern gezahlt, irgendwas war da. Weiß nicht, Digga, das war nicht viel. Motor auch anders an. Ich bin ja sehr geräuschempfindlich, deswegen kann ich meinen Motor sehr gut einschätzen. Der verändert sich auch. Und dieses Auto, also es kann sein, dass noch alles. Warum willst du eigentlich wieder ein Audio? Hast dich voll oft über Audi in Stories beschwert. Ja, Digga, ich weiß nicht, meine ganze Familie väterlicherseits ist immer Audi gefahren halt, ne? Irgendwie mein Opa, mein Vater, ich. Kann man nicht wechseln, Digga. Da ist man reingeboren worden, ne? Dafür steht der Name Held. Was soll ich machen? Außerdem, das Auto per se ist ja auch gut. Jetzt funktioniert ja auch. Das meiste auf jeden Fall, ne? Das Ding ist halt auch, dass ich halt zu faul bin. Normalerweise, Digga, wenn ich ein vernünftiger Kunde wäre, dann würde ich halt bei jedem Fehler direkt ein Foto machen, sofort in die Werkstatt fahren und sagen, Alter, ich zahle hier so viel Geld, dann repariert ihr jetzt und guck, wo dieser Fehler hergekommen ist.
ich bin halt zu faul, Alter. So, also der Weg lohnt sich für mich nicht. So, ich mache dann lieber eine Story, wo ich mich darüber beschwere, aber fahre mit dem Fehler 5 Wochen rum, bis ich sowieso zufällig in der Werkstatt bin. Und dann sage ich so, ach ja, hier die 3 Sachen funktionieren übrigens nicht. Tatsächlich jetzt aber in letzter Zeit geht's, außer dass einmal mein Bass im Auto nicht ging, komischerweise. Und das nächste Auto ist ein Q8. Vielleicht kann ich damit noch 50.000 Kilometer fahren, aber vielleicht auch nicht mehr. Ja, Bro macht Insta-Story noch, der kriegt Rabatte. Ja, ist schon klar, dass sie nicht antworten. Also Audi auf jeden Fall nicht. Aber ich bin da einfach zu faul. Ne, das ist natürlich dumm. Ich habe mich auch nur ein einziges Mal tatsächlich beschwert gehabt. Das war sogar jetzt letztens, weil da war auch wieder irgendein Fehler am Auto. Ich glaube, meine Assistenzsysteme ging nicht. Da habe ich das dann halt sogar hingebracht. Und da meinten die halt zu mir so, ja, wir haben jetzt aber halt keinen Leihwagen, aber ihr Auto muss hier bleiben. Das war das einzige Mal, ich bin gar nicht so, wo ich wirklich gesagt habe, Digga, ich zahle hier 1.800 Euro für dieses Auto, was nicht funktioniert. Und ihr wollt mir jetzt hier sagen, dass ihr mein Auto hier behaltet, aber ihr nicht mal einen Ersatzwagen habt. Also die haben da ja auch so Tageswagen oder hier so Autos, mit denen man so Testfahrten und so weiter machen kann, habe ich dann auch bekommen, weil ich bin gar nicht so ein Typ, aber da dachte ich mir wirklich so, ey, ich habe dauernd Probleme, so das Auto muss jetzt schon wieder hier bleiben, so dann wird man ja wohl ein Ersatzfahrzeug kriegen können, ja, wenn man schon so ein Auto hat und das kaputt ist, ja, ich habe das dann kostenlos gekriegt, das war auch dumm, dann haben die mir, glaube ich, ein Q5 gegeben, für 2 Tage und da musste ich da hinfahren, damit ich dann den weggebe, also den abgebe und dann kostenlos ein anderes Auto bekommen habe. So ein Mietwagen von denen. Du bist ein angenehmer Kunde. Komplett, Digga. Ich weiß, ich finde sowas unangenehm irgendwie. Also wäre ja mein Recht, mich da zu beschweren, aber ich finde das so, ich weiß nicht, Digga, ich bin gar nicht der Mensch für sowas. Das Auto muss. AndiTV21 hat 5 Subs verschenkt. AndiTV, danke schön. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Grüße geht raus an dich. Dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Dankeschön. Ja, und deswegen habe ich gestern schon den Twitter-Post gemacht, den wieder viele fehlinterpretiert haben. Ich verstehe das. Wenn ihr keine Ahnung davon habt, dann hört sich das erstmal dämlich an. Ey, Digga, der Typ ist verschuldet, will sich ein neues Auto holen. Aber Leute, es macht Sinn. Um euch das vor Augen zu führen, ich bezahle für mein Auto jetzt letztendlich durch die 1%-Regelung so viel, wie wenn ich mir einen neuen Tesla holen würde. Gut, das Modell, was ich von Tesla will, das kostet vielleicht nochmal 100, 150 Euro mehr. Das kommt ja noch dazu. Und deswegen möchte ich jetzt wechseln zu einem anderen Auto. Und ich habe schon oft gesagt, dass ich mit dem Tesla liebäugel, dass ich mit dem Auto im Internet immer auf Krawall gebürstet, Digga, im Real Life bei sowas bin ich der netteste Mensch. Liebäugel, ja, also. Und so ein Tesla Model 3, natürlich, ich bin ganz ehrlich, so ein Model X oder so ein Model S spricht mich eigentlich mehr an. Aber das, Digga, die Autos kosten 100.000. Das ist crazy. Einfach leasen. Also ich fahre mit Leasing auf jeden Fall irgendwie ganz gut, finde ich. Ja, mir haben auch viele geschrieben. Du bist doch ein Autofanatiker, du bist doch ein Autoliebhaber. Wie kannst du dich für Tesla entscheiden? Ich bin ganz ehrlich, Tesla ist jetzt nicht mein Traumwagen. Das löst in mir wahrscheinlich nicht so viele Emotionen aus wie ein Dodge Challenger. Aber ein Dodge Challenger, den kann ich beruflich nicht nutzen. Ich kann ein Video darüber machen, die Leute sagen, Baba-mäßig vorbei. Dieses Auto hat keinen Nutzen. Du kannst da drin nicht schlafen. Das Auto verbraucht bei meiner Fahrweise 30 Liter. Knockout. Ein Tesla, ich kann drin schlafen. Ich kann damit Content machen. Ich kann so viel Zeug da. Das ist so ein. Deswegen. E-Autos haben steuerliche Vorteile. Bis 60.000 waren ja 0,25%, oder? Also, was normalerweise bei normalen Autos eine 1%-Regelung ist, ist bei Elektroautos bis 60.000 Euro 0,25. Ne, mittlerweile ist bis 90.000 in der Mache. Das ist krass. Das ist krass. Ja, also ich weiß nicht. Also ich habe ja auch jetzt, die haben das auch erhöht, ne, mit Hybridautos. Wo ich den A8 bekommen habe, waren es irgendwie noch 40 Kilometer Reichweite, die du für 0,5% haben musstest. Jetzt ist, glaube ich, irgendwie bei 80 oder so. Ich finde das auch lustig, weil mein A8 hat halt zufälligerweise genau diese 40 Kilometer. Also da haben die wirklich Glück gehabt, dass das genau an der Grenze von diesen 0,5% ist. Bei so einem Wagen, was wahrscheinlich eher von irgendwelchen Businessleuten gefahren wird, da hat Audi wirklich Glück gehabt, dass das so gekommen ist. Aber Digga, also dieses E-Auto, was ich jetzt habe, dieses Hybrid-Ding, das lohnt sich halt auch gar nicht, ne? Also an guten Tagen habe ich zwar da 43 Kilometer stehen oder so, Bruder, ich bringe einmal meinen Sohn in den Kindergarten, fahre zurück, habe noch 5 Kilometer, obwohl der nicht so weit weg ist, also das stimmt auch bei weitem halt überhaupt nicht, logischerweise, oder kommt vielleicht auch drauf an, wie man fährt, wobei ich in der Stadt eigentlich normal fahre, aber Braunschweig auch, Digga, eine rote Ampel nach der anderen, das regt so auf, ne? Ja, und das ist jetzt nun die Sache,
Also das hat natürlich auch einen ganz großen emotionalen Wert. Doch, Eislord, es gibt eine Kilometerbegrenzung, ne? Aber du kannst die ja selber festlegen, ne? Für mich, ich weiß nicht, was ich mache. Ich kann das Auto nicht behalten. So, weil ich weiß, irgendwann... Also ich habe tatsächlich, dummerweise, habe ich 20.000 pro Jahr genommen. Also 3 Jahre, also 60.000 und habe jetzt... Das ist auch schon wieder alles so dumm gelaufen. Ich habe jetzt, ich glaube, knapp 64.000 runter. Mit dem alten Auto bin ich nicht so viel gefahren, aber jetzt war irgendwie auch relativ viele, viele Strecken halt. Läppert sich halt über die Jahre, ne? Ich muss mein neues Auto auch unbedingt dann hochstellen auf jeden Fall noch, dass ich da ein bisschen mehr habe, um sicher zu gehen. Das Problem war, dass ich ja bei 60.000 hatte ich nochmal eine Inspektion und da läuft das ja quasi aus. Und das Ding ist, da ärgere ich mich selber. Das eine Mal bin ich, also ich bin zweimal nicht zum Termin gekommen, weil ich das zweimal komplett verkackt habe. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren nach Italien mit dem Auto und wieder zurück. Und da meinte Audi auch so, ja, es können wir, also ich habe eigentlich dieses Wartungspaket mit drin, ja, aber Bro halt, ne, es, jetzt sind die Kilometer natürlich raus, ne, das kannst du vergessen. Und da musste ich einfach 1.500 Euro selber zahlen, weil ich dummer Vollidiot einfach es nicht hinbekommen habe, diese Termine wahrzunehmen. Aber ich war auch einmal saufen, so, das muss man auch sagen. Ja, das ist ja nicht meine Schuld. So, Digga, wirklich, das ist, kannst du keinem erzählen, aber ich kann es für die Steuern absetzen. Das Interesse, ja. Und dann steht es einfach so rum. Meine alte E-Klasse stand. Ja, meine Mama erinnert mich normalerweise an den Termin. 4 Monate auf der Straße, unangemeldet. Ich habe keinen Ärger bekommen. Okay, wir reden jetzt mal von einem fiktiven Szenario. Ein fiktives Szenario war, die E-Klasse stand für dich da perfekt. Und dann wollte ich die verkaufen. Ich stand mit gebrochener Achse oder gebrochene, stimmt. Das glaubt mir ja immer noch keiner, aber als ich... Ja, aber was sind jetzt die schlechten Neuigkeiten? Ja gut, die schlechten Neuigkeiten sind das Auto, ne? Ich dachte, er ist pleite oder so. Als ich Excel mein Auto gesessen hat, ist meine Feder gebrochen. Deswegen macht Excel jetzt Sport, jetzt verstehe ich das. Was ist das für eine Aussage? Als ich Excel in mein Auto gesetzt hat, ist die Feder durchgebrochen. Junge. Das war der Moment, und das werde ich niemals vergessen. Von dem Tag an hat mein Reifen im Radkasten geschliffen. Geil. Excel sagt bis heute, dass es nicht passiert ist, aber ich weiß ganz genau, in Berlin, er steigt vorne ein, wir fahren los. Ich habe noch nie so einen Knall gehört. Alter, wenn so eine Feder auf Spannung bricht, das ist überlaut. Und von da an hat mein Rad im Radkasten geschliffen. Wenn jemand bei mir im Auto mitfahren musste, hinter mir, das ist, naja. Jedenfalls stand das Auto 4 Monate vor meiner Tür. Irgendwann wollte ich es verkaufen, habe dafür jemand anderen gefunden, der das für mich macht. Also, nicht ich, also eine fiktive Situation. Es ist eine fiktive Situation, die niemals stattgefunden hat. Ich würde mit diesem Auto losfahren. Mit dieser gebrochenen Feder. Die schleift die ganze Zeit, nach 4 Monaten ging immer noch an. Fiktive Situation. Ich fahre mit dieser fiktiven Situation mit dem Auto los. Ich glaube, das ist gar nicht fiktiv. Ich glaube, das sagt er nur, um jetzt nicht hops genommen zu werden, ne? 15 Kilometer bis zu der Person, die das Auto für mich verkaufen wollte. Wir gucken fiktiv aufs Kennzeichen. TÜV seit 5 Monaten abgelaufen. Boah, gut, dass das nur fiktiv ist, ey. Ja. Egal. Es ist eine fiktive Situation. Jedenfalls, Getriebe undicht. Getriebe war undicht. Er hat das Auto nochmal kontrolliert. Fiktive Situation. Getriebe undicht. Irgendein Seitenteil ist gebrochen. Feder gebrochen durch Excel, Grüße geht raus. Er wird es niemals zugeben, aber es ist passiert. Ich glaube, ich war auch mit Anton im Auto. Oder mit irgendwen war ich im Auto und er hat es gesehen. Auto nicht fahrbar. Auto war auch abgemeldet. Fiktiv. Auto war abgemeldet. War dann abgemeldet, ja. Nee, also versichert war er noch. Versichert war er noch, wurde dann aber abgemeldet dort. Also Auto war abgemeldet, TÜV abgelaufen seit 5 Monaten. Er inseriert dieses Auto. Einen Tag später melden sich Polen. Da melden sich irgendwelche Polen und sagen, warum lache ich eigentlich? Das Auto. 1000 Euro, 1100 Euro. Babamäßig, für 2000 Euro gekauft. Für 1100 Euro kaufen die das Auto. Ich habe es für 2000 gekauft. Das Auto ist verwüstet. Ich hatte damit einen Unfall. Vorne ist alles eingedrückt. Geiler Preis, akzeptiert. Irgendwelche Polen. Sofort. Wir denken, dass diese Leute mit Anhänger kommen. Nein. Die kommen zu dritt. Die kommen zu dritt. Geben das Geld fiktiv. Steigen in dieses Auto, das nicht angemeldet ist, das kein TÜV hat, und fahren mit diesem Auto weg. Ich werde diesen Moment, ey, die sind eingestiegen. Ich werde diesen Moment, aber fiktiv.
Die sind nicht mit einem Transporter gekommen oder wo man hinten mit einem Anhänger, wo man das Auto rauffährt. Nein, die sind mit diesem Auto weggefahren. Alter, Junge, ich werde das niemals vergessen. Boah, wenn die Geschichte wahr wäre, wäre die echt krass, aber so ist leider nur halb so cool. Ja, was kann man dazu sagen, ne? Schwieriges Thema. In den Kommentaren werden eh alle die besten Steuerberater sein, die man in Deutschland finden kann. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Ich werde jetzt auch heute noch meine Steuern für dieses Jahr, also fürs erste Quartal, das reicht, erstmal fertig machen. Ja, wünsche Tanzverbot alles gut.